Hallo, so heute reden wir über das Malnehmen und Teilen von negativen Zahlen oder auch Multiplikation und Division von negativen Zahlen. Und du wirst sehen, es ist alles viel, viel einfacher, als es vielleicht jetzt auf Anhieb klingt. Wichtig ist einfach nur, dass wir uns ein paar Regeln merken. Die zeige ich dir auch gleich. Ich will aber zuerst mit einem Beispiel anfangen. Und zwar fangen wir an einfach mal mit minus 2 mal minus 2. So, und jetzt, was ganz wichtig ist, ist, dass du, wenn du mit negativen Zahlen arbeitest, das Vorzeichen sauber trennst von dem Mal oder dem Durch in dem Fall, also von dem eigentlichen Operator. Und deshalb schreibt man da eine Klammer drum. So, das kannst du auch hier vorne machen, aber da vorne steht ja nichts weiter, deshalb kannst du das auch weglassen. Also könntest du auch eine Klammer schreiben, muss man aber nicht. Also so schreibt man eigentlich minus 2 mal minus 2. Und die erste Regel ist zuerst immer erstmal nur die Zahlen ohne Vorzeichen, also Vorzeichen erstmal ignorieren und einfach nur auf Basis der Zahlen rechnen. Das heißt, jetzt rechnen wir erstmal einfach nur 2 mal 2. Und das ist ja ganz einfach. 2 mal 2 ist 4. So, und jetzt, was man sich merken muss, ist minus mal minus gibt Plus. Also 2 mal Minus gibt ein Plus. Das können wir vielleicht auch nebendran mal aufschreiben als Regel. Minus, Entschuldigung, mal Minus ist Plus. So, und jetzt machen wir noch ein paar andere Aufgaben. Nehmen wir mal minus 2 mal 2. So, und auch da zuerst die Zahlen miteinander multiplizieren, das ist 4. Und jetzt minus mal plus gibt minus. So, das müssen wir uns auch merken. Minus mal plus, das ergibt minus. Und noch ein drittes Beispiel, kannst du jetzt vielleicht schon denken, was jetzt kommt. 2 mal, schreibe ich wieder mit Klammer, dass wir das Vorzeichen trennen, mal minus 2, Entschuldigung, irgendwie Frosch im Hals heute. 2 mal minus 2 ist auch 4 und dann rechnen wir jetzt plus mal minus und plus mal minus gibt auch minus. Plus mal minus ist minus. Und vielleicht hast du das schon gesehen, also beim Malnehmen kann man die Zahlen ja durchaus auch austauschen. Also hier zwischen, das ist eigentlich genau das Gleiche, was wir hier gerechnet haben. Deshalb gibt es auch das gleiche Ergebnis, muss es auch geben. Also minus 4. Ja, und diese Regeln kann man sich so eigentlich ganz schön merken. Die sprechen sich auch ganz gut, vor allem minus mal minus gibt plus. Wir können es aber auch ein bisschen vereinfachen. Und zwar könnten wir auch sagen, gleiche Vorzeichen. Schreibe ich vielleicht mal hier noch hin. So. Also gleiche Vorzeichen. Sind immer Plus. Ja, wir haben jetzt eben gesagt, Minus mal Minus ist Plus und werden auch noch, das weißt du aber von früheren Übungen, 2 mal 2 gibt natürlich auch plus 4. Ne? Also das habe ich jetzt erstmal weggelassen, aber das ist ja eigentlich schon klar. Also gleiche Vorzeichen, entweder Minus mal Minus oder Plus mal Plus ergeben Plus. Und ungleiche Vorzeichen. Das kannst du, denkst du jetzt wahrscheinlich schon, also entweder minus mal plus oder plus mal minus, die Reihenfolge ist da völlig egal, ergeben immer ein negatives Ergebnis, also mit minus. Also gleiche Vorzeichen sind zum Beispiel 1 mal 1 ist 1 oder minus 1 mal minus 1 ist auch 1. Und ungleiche Vorzeichen wären natürlich minus 1 mal 1. Also einmal Minus und einmal Plus als Vorzeichen ist ungleich. Und damit ist das minus 1 oder andersrum
1 mal minus 1, ups, hier fehlt noch die 1, ist auch minus 1. Also ungleiche Vorzeichen immer minus, gleiche Vorzeichen immer plus. Eigentlich ganz einfach. Auf der Basis rechnen wir jetzt einfach noch ein paar Beispielübungen durch. So, und dann fangen wir an mit der minus 4 mal 3. Zuerst, wie gesagt, immer die Zahlen miteinander multiplizieren oder berechnen. Also 4 mal 3 ist 12. Und es ist ein ganz klarer Fall von ungleichen Vorzeichen. Also minus mal plus gibt minus. Ungleiche Vorzeichen immer minus. Also kommt hier minus 12 raus. Und es macht ja auch Sinn. Überleg dir mal, wenn du nochmal in die Videos zurückschaust, über die Multiplikation. Das ist ja in dem Fall nichts anderes als 3 mal eine minus 4. Und minus 4 und noch eine minus 4 und noch eine minus 4 ist eben minus 12. Ja, ich hoffe, das macht vielleicht, auch wenn du so drüber da nachdenkst, Sinn. Gut, noch ein paar Übungen. Minus 2 mal minus 7. So, jetzt kannst du auch kurz mal auf Stopp drücken. Kannst du übrigens grundsätzlich machen, wenn du willst, und die Übung erst selbst versuchen zu rechnen. Auf jeden Fall, minus 2 mal minus 7. 2 mal 7 ist 14. Und wir haben hier gleiche Vorzeichen. 2 mal minus oder minus mal minus ist plus. Brauche ich nicht hinschreiben, kann ich weglassen. Könnte ich hinschreiben, ist nicht falsch. Musste aber nicht machen. Ich nehme es mal weg. So. Dann, was machen wir noch? Rechnen wir mal noch 9 mal minus 5. So, 9 mal 5 erstmal gerechnet. 9 mal 5 ist 45. Und wir haben hier ungleiche Vorzeichen, also plus mal minus. Und es gibt natürlich minus. Und machen wir noch 2. Was haben wir denn noch? Minus 6 mal minus 11. So, also zuerst mal 6 mal 11 ist 66. Und gleiche Vorzeichen, minus mal minus gibt plus. Also 66 ist schon unser Ergebnis. Wunderbar. Und jetzt noch eine vielleicht etwas trickreichere Übung. 0 mal minus 12. So, und jetzt denk einfach zurück an die ganze alte Regel. Vielleicht denkst du jetzt zuerst, okay, das sind ja ungleiche Vorzeichen. Da muss ja auf jeden Fall minus rauskommen. Ist aber nicht richtig, weil zuerst haben wir ja gesagt, rechnen wir die Zahlenwerte aus. Und 0 mal 12 gibt eben 0. Jede Zahl mit 0 multipliziert ist immer 0. Das heißt, 0 mal minus 12 ist auch 0. 0 ist übrigens weder positiv noch negativ. Es ist einfach 0. Also kommt hier auch wirklich 0 bei raus. Okay, dann schauen wir mal, wie das mit dem Teilen oder der Division funktioniert, ob das da auch so einfach geht. Und prinzipiell ist es eigentlich genau das Gleiche. Merkt ihr die gleichen zwei Regeln von eben oder die drei Regeln? Zuerst den Zahlenwert berechnen und dann das Vorzeichen checken. Und das machst du auf Basis von gleiche oder ungleiche. Also gleiche Vorzeichen sind Plus und ungleiche sind Minus. Das probieren wir jetzt einfach mal beim Teilen genauso aus. Also fangen wir an mit 9 mal, jetzt wollen wir durchrechnen, durch minus 3. Auch hier schreiben wir, damit das Minus, also das Vorzeichen von der 3, schön getrennt ist von dem durch in eine Klammer. 9 mal minus 3 ist also erstmal 9 durch 3 wäre ja 3. So, und jetzt haben wir unterschiedliche Vorzeichen, also plus mal plus durch Minus und es gibt eben Minus. Ja, ungleiche Vorzeichen immer Minus. Gut, dann haben wir noch minus 16 durch 8. Also auch hier 16 durch 8 wäre erstmal 2 und wir haben ungleiche Vorzeichen, also minus 2. Geht eigentlich ganz flux. Ich hoffe, das leuchtet dir bis jetzt auch alles schon so ein. Und gleich zur nächsten Übung, minus 54 durch minus 6. Auch hier wieder zuerst 54 durch 6 ist 9. So, und jetzt haben wir zweimal das gleiche Vorzeichen, nämlich zweimal minus. Gleiche Vorzeichen ist immer plus. Oder merkt ihr einfach, minus mal minus ist plus. Und dann kommt hier wirklich nur 9 raus, also wirklich eine plus 9. Aber wie gesagt, brauchen wir nicht schreiben. Deshalb nehme ich das wieder weg. So, was haben wir denn noch? Also nehmen wir mal noch die 0 durch
Minus 1, ich glaube, das hatten wir auch schon gesagt, aber 0 durch irgendeine Zahl, genauso wie bei der Multiplikation, ist immer 0, egal ob die Zahl negativ ist oder positiv. 0 durch irgendwas ist immer 0. Und letzte Aufgabe, 4 durch minus 1. So, nicht verwirren lassen. Zuerst mal 4 durch 1 bleibt natürlich 4. Und jetzt wechseln wir noch das Vorzeichen, weil wir haben ja hier ungleiche Vorzeichen, also Plus und Minus. Und dadurch kommt als Ergebnis hier minus 4 raus. So, du siehst schon, mit ein bisschen Übung kommt man da relativ leicht rein und das, glaube ich und hoffe ich, macht dann auch Spaß zu rechnen. Rechne einfach noch ein paar mehr Übungen durch zu Hause. Und ich bin mir sicher, wenn du dran denkst, zuerst die Zahl zu rechnen und dann die Regeln zu be betrachten, gleiche Vorzeichen sind immer Plus. Also 2 mal Plus oder Minus mal Minus ist auch Plus und ungleiche Vorzeichen sind immer negativ oder ist immer Minus, dann bin ich mir sicher, dass du da immer zu dem richtigen Ergebnis kommst. Viel Spaß dabei. Tschüss.